Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar habe ich folgendes. Schöne Grüße gehen raus an Wuppertal, nach Wuppertal. Chris aus Wuppertal, vielen Dank dafür. Er hat mir irgendwann mal gesagt, Ekrem, so wie du mit deinem Spoiler umgehst, also beim Zeigen der Teilnummer, wie du die aufeinander stapelst und so weiter, wird es dazu kommen vielleicht, dass du einen fallen lässt und dass die kaputt gehen. Er hat den Teufel an der Wand gemalt. Es ist passiert. Ich habe den Spoiler, den ich wirklich mühselig hier geschliffen habe, mit euch zusammen. Der ist mir kaputt gegangen. Ihr seht es hier. Richtig mies. In drei Teile. Zum Glück waren das schöne, glatte Brüche, sag ich mal. Ich konnte es noch retten. Ich habe es jetzt zusammengeklebt. Ihr habt es gesehen. Ja. Ich wollte es euch mal gezeigt haben. Ich habe das so jetzt geklebt. Ich habe das geschliffen. Und jetzt will ich es nochmal stabilisieren. Ich habe mir sowas geholt hier. Ich habe es noch nie vorher gehabt. Ich habe es immer gesehen, aber keine Ahnung. So ein Teil. Ich werde es nochmal stabilisieren und dann werde ich es nochmal mit Spachtel glatt schleifen. Und ja, ich wollte es einmal euch gezeigt haben, ich wollte es einmal geteilt haben. Der Heckspoiler, der ist zerrissen oder kaputt gegangen. Das tut mir voll in die Seele weh. Mir hat es wirklich sehr, sehr leid getan, als er runtergefallen ist. Habe ich wirklich Herzschmerzen gehabt. Und ja, ich habe mir das Zeug hier geholt. Ich will es mal ausprobieren. Ich habe es nie vorher ausprobiert. Ich habe es immer gesehen und habe mich immer gefragt, wie das wohl funktionieren würde. Wie gut das hält. Und das ist jetzt der perfekte, ja, die Möglichkeit. Und zwar will ich die hier ausprobieren. Und zwar sind das so Metallteile, oder keine Ahnung, was das ist, so kleine Blechteile, die man hier reinschiebt. So, die werden richtig schön rot. Da. Und danach brennt man die rein. Ich will es mal versuchen. Da. Nee, das war nicht genug. Ja. Perfekt. Also ich würde das jetzt öfters machen hier, um da nochmal eine Stabilität reinzubekommen. Aber ja, scheint wohl zu funktionieren. Mal gucken, wie es von hinten aussieht. Ja, passt. So, jetzt habt ihr es gesehen. So sieht's aus. Da sind die Nasen. Da wird ja eh später ja gespachtelt, sag ich mal. Aber bevor ich das spachtele, wollte ich das auf jeden Fall nochmal stabilisieren. Ich wusste jetzt nicht, ob der Kleber alleine reicht. Deswegen habe ich mich zu so einer Methode entschieden. Ja, geil. Also ich finde es gut. Man sieht noch ein bisschen die Spitzen, die muss ich runterschleifen. Ansonsten ist das schon mal was Vernünftiges. So. Ihr habt es gesehen, ich habe die Dinger jetzt hier reingebrannt. Von hinten ist nichts zu sehen. Jetzt werde ich das nochmal glatt schleifen und dann mit Spachtel glatt ziehen. Und hier ist der vorher schon gebrochen gewesen. Ja, das ist beim Zerlegen passiert. Das gleiche mache ich jetzt auf der Stelle auch, damit ich da auch eine Stabilität habe. Damit müsste der halt erheblich, ja, stabiler sein. So, also Leute, ihr habt es gesehen, ich habe das hier nochmal befestigt, nochmal gestärkt. Ich habe hier halt diese Dinger eingebrannt und hier in der Mitte komplett. Ihr seht ja diesen Slalom-Effekt. Ich werde es so ein bisschen anschleifen jetzt und danach mit Spachtel einmal drüber gehen, damit das so ein bisschen alles auch glatt ist. Hier hinten brauchen wir es nicht, sieht aber auch gut aus. Ja, das war's. Jetzt werde ich es einmal anschleifen, 80er Papier, damit ich die groben Spitzen sozusagen glatt schleife. So, ich habe so ein bisschen versucht anzuschleifen, aber ist nicht so einfach, weil ich die nicht tief genug reingedruckt habe, kommen die raus. Deswegen werde ich jetzt diese Spitzen so lassen, wie die sind und jetzt versuchen mit Spachtel das glatt zu ziehen. Hier ist eh nur, man spürt eh hier so eine Beule, sage ich mal, die reingeht durch das Schleifen, was ich erzeugt habe. Dann werde ich jetzt versuchen, das Ding so gut wie es geht glatt zu ziehen mit Spachtel. Also.
So Leute, ihr habt es gesehen. Ich habe es jetzt gespachtelt. Ich bin jetzt kein Spachtelkünstler. Ich habe es jetzt nur so gemacht, dass jetzt Stabilität reinkommt. Und der hat eine leichte Welle. Das macht der Lackierer. Das kann er besser. Deswegen habe ich jetzt nur so ein bisschen jetzt gemacht, damit ich so ein bisschen die Vorarbeit geleistet habe. Und also ihr könnt eure Spoiler so reparieren, indem ihr halt so wie ich das vorher klebt. Dann diese Metalldinger kann man so gut verwenden, die ich reingebrannt habe. Habt ihr gesehen, ich habe es überall sozusagen von oben und unten verstärkt. Und dann habe ich es mit Spachtel glatt gezogen. Da sieht man nichts mehr. Den Rest macht der Lackierer. Das ist schön glatt ja, ziehen. Und diese Welle, die hier drin ist, die macht er auch noch weg. Muss ja schön glatt sein, ansonsten sieht man das, je nach Lichtverhältnisse. Und ja, das ist das Ergebnis. Ja, ich bin zufrieden damit. Das hat, für mich war es wichtig, dass der Spoiler gerettet wird. Ich habe keine Lust gehabt, jetzt nochmal einzukaufen und wieder den reinzuschneiden. Ich habe es soweit stabilisiert und den Rest macht der Lackierer. Der wird nochmal gespachtelt, glatt, gefüllert und lackiert. Das war's. Okay, ich wollte es einmal euch gezeigt haben, euch auch mal mitteilen, was passiert ist. Der Spoiler ist kaputt gegangen, aber ich habe es wieder hingekriegt und habt da so einen kleinen Einblick, wie man so einen Spoiler repariert. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.